Hallo und willkommen zurück zu Pillars of Eternity. Wir haben wieder was Neues fertig gebaut. Die Craft Hall Construction ist fertig und wir haben hier auch noch was. Lord Bryngvor, der senkt das hier. Den können wir entweder bezahlen, dass er abhaut, oder wir geleiten ihn weg und wir geleiten ihn weg mit ihr. Finished in 3 days. Okay, wollen wir nichts bezahlen. Turn 8. Unser Lock. So, noch Turn 5. Die Construction ist fertig. Dann bauen wir mal diese Bright Hollow Restoration, damit wir Resting Bonuses bekommen. Dauert 2 Tage. Alright then. Und dann ziehen wir mal weiter. Und zwar geht es dieses Mal. Oh, das passt. Nach. In die Wooded Plains. Jawohl. Wooded Plains. Das heißt Woodenet. Okay. Habe ich immer falsch aufgeschrieben vorher. Diese Beschreibung nochmal ändern. So. Da haben wir die Jägerin angeheuert, die wir jetzt auch nicht dabei haben. If secrets whisper here, I shall listen for them. To do Woodenut Plains habe ich noch gar nichts gemacht. Okay. Na, hier ist aber die Hölle los. Da liegt eine Leiche rum. Forest Lurker. Mhm. Das waren ja nicht die stärksten. Hey. Hey, du. You're not getting through me. Of course. Huh. Da ist die Reichweite aber dann vielleicht ein bisschen zu niedrig. Hey. Need something? Hmm. Yeah? Your thoughts must flow deeply indeed. Yeah. How may I help? My mind feels sharp as steel. Okay. Yeah. Yes? Yeah?
Understood. I shall be discreet. Hey. Ja, die Reichweite ist ein bisschen sehr niedrig. Muss mal gucken, wie weit die Blunderbuss schießt. Oder der muss einfach noch weiter Stealth erhöhen, aber zum Pullen und Weglaufen ist die Pistole schlecht. Crap. Das ist zweimal das gleiche hier. Wizards Double. Dann können wir das auch Double machen. Eldritch Aim. So. Quiet. Wir haben natürlich auch noch Fallen, die können wir auch irgendwann mal verwenden. Beispielsweise in diesem Dungeon, wo so viele waren, wenn man die dann einfach vor die Tür legt und da den Gegner reinzieht. Dürfte auch für viel Spaß und Spannung sorgen. Und da, Forest Lurker, der wird wahrscheinlich auch wieder genauso. Wen hat der denn gesehen? Hm. Yes. Hm. Hm? Der war anscheinend nicht nachgeladen. Hm. Your thoughts must flow deeply indeed. Hm? Yes. What? Your thoughts must flow deeply indeed. Huh? Naja, mach dir mal, das passt schon. How may I help? Die! Of course. Hm? Huh? I? What? Ready. Himmelin. Rechts der Rand ist, hat irgendwie die Nacht nicht mitbekommen. Da ist ein Shader nicht darauf angewandt. Der muss gerade so eine Waffe nachladen, glaube ich. Ja. Da ist noch ein Fleckchen. Ach, das war ja auch oben das. Ein Tag, 6 Stunden, okay. Das haben wir. Dann machen wir weiter erstmal die obere Hälfte bis zu der Straße.
Forest Troll, die konnten. Okay, es sind mehrere. Drei mindestens. Lauf! Das ist jetzt eigentlich ganz gut, wenn die da einzeln rausgekommen ist. Eigentlich können wir sogar noch ein Stück weiterlaufen. Komm nur her. Damit hast du jetzt nicht gerechnet. Haha! How may I help? Ihr könnt schon mal die Waffe wechseln. Your thoughts must flow deep. Dann einfach abwarten. Das ist noch so einer. Wo läuft denn der hin? Versucht. Ist er doch. Machen wir da hin. Maggots! Yes. What? Your thoughts must flow deeply indeed. Hey. Yeah? Yeah. Wir drehen wieder um. Ready. Okay. Meinetwegen. Da kommen sie wieder. Need something? Können sich nicht so wirklich entscheiden. Yes. I? Lavaro beyond seek. Der kriegt gerade perversen Schaden. Ja. How may I help? Your thoughts must flow deeply indeed. Ja, aber die hat's zerstückelt und ready. Da ist alles supi.
Yes. What? Der hat, glaube ich, nochmal Schwein gehabt. Ja? Zerstört. Ja. Jetzt schnell weg. Your thoughts must flow deeply indeed. Es war raw damage, okay. Ja? How may I help? What? Diese dämlichen Maden haben den aufgefressen. Na gut. All right then. Dann erkunde ich erstmal eine andere Seite, damit ich für oben ein bisschen mehr Zauber habe. Forest Lurker. Okay. Das ist doch gut. Bam, bam, bam. Hey. Ready. Yeah? What? Your thoughts must flow deeply indeed. Die bräuchten noch irgendein Single-Target-Dingen. Ice Strike. Das ist halt für ein einzelnes Ziel. Kann man machen. This one repels my touch. Das war wohl nichts. Ice Strike. Nö, hat getroffen. Was war das andere? Damage will be reapplied. Ach komm, mach mal. Ja. Das hier hätte ich eben direkt verwenden sollen. Hätte das wahrscheinlich sogar funktioniert. Der hat so langsam keine Hitpoints mehr. Hi? Ready. Ja? So. My thoughts will be as silent as my feet. Ein Pflänzchen.
Babsch. Ja. Mhm. Da ist nichts weiter. Geht's eigentlich runter immer noch? Searing Falls, okay. Da haben wir also auch noch eine Zone. Searing Falls. Das klingt auch nach einer Ecke, wo die... Ach, scheiße. Was von der Mother oder was von dem... Von irgendwem, was ist. Ja. Okay, was haben wir hier oben? Die eine Tante oder haben wir da noch mehr? Haben wir ein ganzes Nest? Aber hier können wir noch hoch. Hier ist erstaunlich wenig. Ja, dann ist es gut, dass wir das nicht gemacht haben mit der Verzauberung. Potion of Major Regeneration. So. Aber ich glaube, jetzt kann ich on the fly das Ding nicht verzaubern, oder? Fine Saber. Nochmal den Corrosive drauf. 6 extrem günstig. Slaying. Gegen alles Mögliche an Menschen mehr. Aber das kostet halt auch richtig. Das lassen wir mal. So ist schon ganz gut. Ach, das ist jedes Mal, wenn man eine Falle entschärft, bekommt man die. Okay, das verstehe ich jetzt erst. Gucken wir mal, ob hier noch irgendwas ist. Also irgendwas, was ich töten kann, bevor ich rasten muss. Thief.
Vielleicht ist hier dieses Farmhaus, von dem die gesprochen hatten. Ich komme da mal näher ran. Venka, Beer Companion, Igar. Hi? Der hat ja noch seinen Feuerball. How may I help? Indeed. How may I help? Indeed. So, dann schauen wir mal. Machen wir Confusion rein, dann können die sich selber abmetzeln. Hey. Hm. Yes? Er sieht so ein bisschen gefährlich aus, was der macht. Need something? Hmm? Hey. Wunder. Der ist gestorben. Ja. Also so nichts. Hi. Of course. Yeah. Need something? Hmm? Yes. Need something? How may I help? Hmm. Eben. Your thoughts must flow deeply indeed. Naja, aber ich sehe nicht, wie ich das überlebe. Da sind zu viele richtig starke bei, wie es aussieht.
Vermutlich gehen sie auch. Aber halt nichts. Nicht ohne zu rasten. Ha, okay, ja, das ist stark. How may I help? How may I help? How may I help? Machen wir da drauf. Batsch. Aber es ist auch ein ganz lustiger Kampf dort. Ziehen wir mal weiter. Then. Was haben wir hier noch? Die Bridge ist klar. Ah, da ist das Farmhaus. Was war denn das überhaupt für eine Quest? Ich meine, da wäre irgend... Achso, es kann sein, dass das hier unten war. Stolen Scroll. A farm on the path to Dior... Ja, wird das sein. Also dem Zaun ist eigentlich auch gar nicht so übel. Da kann man nicht durch. Nee.
Okay, dann würde ich sagen. Yes. Rasten wir hier. Und dann metzeln wir unten die mal platt. Hey. Course. Huh? Ready. Ready. Hey. Hi? Need something? Ready. Need something? Eventuell kann ich sogar von hinten die Magier direkt wegsnipern. Wenn ich von hier aus direkt eröffne. Der passt noch nicht. Ja. Hey. Ready. It's... What? What? Arthek were Sunroth. Need something? Ich glaube, der Zauber ist gerade eine eher schlechte Idee. Schock. Der könnte auch das hier benutzen. Das ist ein VAE, der hervorragend ist. Your thoughts must flow deeply indeed. Na, die kommt. Der hat da etwas Navigationsprobleme, glaube ich. Machen wir noch einen Feuerball drauf. Hey. Beowulf ist auch fast im Arsch. Machen wir den kaputt. Ja? What? Hi? Ja, das ist ein ziemliches Massaker, würde ich mal behaupten. Aloth und Dings ist fertig. Irgendein Standard-Spell noch rein. Die! Ja?
What? Ich dachte, den hätte ich gecastet. Need something? Hm? Den kann ich nicht anvisieren. Hey. Party Member finden, okay. Thief, Thief, hauen wir den mal um. Need something? Na, du solltest schon. Okay. Hm? Need something? Der hat wieder ein bisschen was. Hey. What? Hey. Hm. Machen wir. Ziehen wir mal ein bisschen runter. Und einmal hier den. Hier. Hi. Eggert. Ne, den. Beowulf oder wie er hieß, zerstört. Ready. Und der ist fleißig am Nachladen. Ja, easy peasy. Alright then. Sie hatten keine Chance. Hey. Hm. Yes? Hm? The Parable of a Whale. Aha. Machen wir mal gerade eine Notiz. The Parable of a Whale. Okay. Dann looten wir noch. Oha, ein Büchlein. Und ganz viel Schrott. Sein Staubwurzab. Xa Mittel Clothing. Na super. Was haben wir hier? Scroll of Vale. Das wird wahrscheinlich sowieso direkt in Stash verschwinden. As you take the scroll, you hear a voice. You found it! Now lose it again! What? High Archivist Grimdar asked me to bring this back. That defeats the purpose of finding it in the first place. What? You think this theft was an accident? The voice seems to shift as if the speaker were constantly changing age, race and sex. My relics were never meant to stay in one place for long. They are meant to be lost and found. It is the search that gives a thing value. Take it to the Black Meadow, find the drake that faces east and bury it neath its skull. Aha. Ja, Vale ist ja dieser Gott der Suche. Und von daher, wenn das jetzt ein Gott sagt, dann würde ich sagen, müssen wir das wohl machen. Eine Arkebus. Pistol.
Da haben wir was Schönes. Sun-touched Mail of Huron Wrath. Was? Wieso ist es bei dem gelandet? Na, kann auch wurscht sein. A sparrow's nest is tucked between two angled slats. So, dann gucken wir mal. Minor Spellbind Sunbeam grants Sunbeam und Immune Boost weniger Poison und Disease. Speed minus 45. Das ist ja schon so ein bisschen viel. Der könnte noch was Besseres brauchen. Der, ne, der hat schon... Der hat natürlich auch Crap an. Aber... 45% ist mir zu... Ach komm. Da hast du. Das sieht aber sehr cool aus. Okay, na, wenn das cool aussieht, dann muss das auch so bleiben. So, dann hat man noch so ein Buch. Consulate's Cross of Siphon, Binding Web, Mirrored Image, ist alles Crap. Silicon... Fleet Feet, Target with Unnatural Speed, increasing their movement rate. Alles kompletter Mumpitz. Kann man direkt ins Lager schicken. Arquebus. Ja, es ist auf jeden Fall wesentlich stärker. Aber das Ding ist fein, hat mehr Accuracy. Und den vollen Damage Multiplier. Das mit wechseln. Ach so, okay. 9 bis 14, 25 bis 37. Also das Ding ist besser, weil es fein ist. Ja, machen wir mal so. Course. Jo. Ach so, wir können aber. Der hat jetzt auch die Armbrust, die ist auch fein. Von den Waffen her sind meine Leute jetzt schon ganz gut aufgestellt. If secrets whisper here, I shall listen for them. Stunden. Forest Troll. Jo, da unten haben wir jetzt diese ganzen Freaks wieder. Ich muss allerdings jetzt auch erstmal wieder einen Schnitt machen. Aber das ist jetzt eine Einzelne.
Your thoughts must flow deeply indeed. Don't even slowing it down! Hey. Huh? Yeah? Trifft jetzt nichts. What? What? Hey. Of course. Light, flame, and sound. We'll keep to ourselves. Kann sein, dass sie eben mitgekommen ist in der Gruppe. Na gut, ich mache einen Schnitt. Und dann geht's beim nächsten Mal hier weiter. Bis dann.